This elixir is no run-of-the-mill vinegar. It's much too precious to use only for flavoring or pickling foods. It's meant for drinking. Man trinkt den Essig ganz langsam. Eigentlich lässt man den Kopf waagrecht. Man dreht das Glas beim Trinken, kriegt den Essig tropfenweise auf die Zungenspitze. Der wiederum läuft rund um den Zungenrand bis zum Zungenhals und benetzt unsere Speicheldrüse unter der Zunge und im hinteren Gaumenbereich. Und dann läuft so richtig das Wasser zusammen. Und dann kriegt man auch erfrischende Mund. Man kriegt eine wahnsinnige erfrischende Mund und kriegt dann Appetit. Und so trinkt man Essig. Vinegar-maker Georg Heinrich Wiedemann created it as a non-alcoholic before or after dinner drink. It contains only about half as much acidity as regular vinegar and tastes milder and slightly sweet. Among Wiedemann's regular customers are high-class restaurants, as well as European and Arab royal houses. He comes from a long line of wine growers. Georg Heinrich Wiedemann had the idea to add a vinegar factory to his vineyard in Winningen in the Palatinate region. He'd come across an old book describing the historical significance of vinegar and was fascinated. Es war bei den römischen Legionären genauso, wie Jesus am Kreuz einen Schwamm mit Essigwasser bekommen hat. Also wenn man die Geschichte so ein bisschen zurückverfolgt, dann ist Essig eines der ganz essentiellen Produkte, die der Mensch gebraucht hat zum Überleben. Unlike the winemakers, he harvests his grapes very late in the season. Die lassen wir jetzt noch hängen. Die lassen wir so lange hängen, bis ein bestimmter Pilz kommt, ein Botrytis-Pilz, und die Trauben eintrocknen lässt. Die werden ganz schrullig, so wie Rosine. Und das Wasser, was in den Trauben drin ist, das verdunstet dadurch. Und somit ist das Konzentrat immer dichter und noch dichter. Also wir kriegen immer mehr Süße und noch mehr Süße. Und dann warten wir ab, bis eine Regenperiode kommt. Und kurz vorher müssen wir lesen. For centuries, the Doktorenhof Vineyard has been a family business. Since ancient times, vinegar has been used mainly for flavoring and pickling. But this vinegar is an award-winning gourmet product. Lit as if on an altar is a living jelly-like mass. The vinegar mother, a centuries-old clump of acetic acid bacteria that puts out stringy threads. Die Essigmutter hier, die braucht immer Alkohol. Die kann sich nur ernähren mit Alkohol. Das ist das einzige Lebewesen der Erde, was immer besoffen ist eigentlich. Die ist immer betrunken. Bei uns ist die Essigmutter natürlich unser Heiligtum, das muss man schon sagen. Denn sie nimmt den Alkohol vom Wein und wandelt dann ganz langsam, das geht bei uns relativ lange, über viele, viele Monate, um zu Essigsäure. Dann ist kein Alkohol mehr im Wein vorhanden, so ist der Essig fertig. The vinegars stay in the cellar and mature in oaken barrels. They're bottled after 10 years on average. The vintner checks on them regularly to see if the process is complete. Es ist eine Trockenbierauslese hier, also ganz was Hochwertiges. Und die bleibt knapp 3 Jahre liegen, um sie vorzubereiten, Essig zu werden. Und dann kommt sie ins Holzfass. Dort gärt sie noch mal gut 15 Monate mit der Essigmutter. Und wenn die 15 Monate plus minus rum sind, und dann kommt sie in so ein kleines Fass, wie wir es jetzt hier gesehen haben, und bleibt dann noch einmal jetzt 8 Jahre liegen. Almost daily, Georg Heinrich Wiedemann welcomes visitors from around the world to his sacred vaults and initiates them, accompanied by Gregorian chants, into the mysteries of his sour arts. His vinegars get their crowning touch from blossoms, herbs or fruit. Und dann gucken wir nach all den Rezepturen, die wir ja haben, und geben dann die Kräuter dem Fass bei. Die bleiben dann ungefähr ein halbes Jahr drin liegen. Und die werden auch nicht mehr dann rausgenommen oder filtriert, sondern der Essig wird ganz langsam über ein Tuch, über ein Leintuch ablaufen gelassen. Das ist quasi die Filtration. Genuinely rare is saffron vinegar. The saffron is grown on the vineyard. The method of cultivating the crocus was long forgotten in Germany. It originated around the Aegean Sea. Today, this variety is grown mainly in Iran. Safran hat einen eigenen Kopf. Das ist die einzige Pflanze, die ich kenne, die komplett selbst denkt. Da kommt man morgens hin auf so einen Acker um 9 Uhr und dann steht gar nichts da. Und dann gehst du schön zum Mittagessen und dann kommst du um 2 und dann ist der ganze Acker voll mit Blüten. Und der nächste Tag ist wieder nichts da. When the saffron's in bloom, the people have to hurry. The whole family helps out, including Georg's daughter Katrin Sophie and her husband. Wirklich ganz wichtig, dass man die Fäden ganz rauskriegt. Dass man sie nicht zwischendurch abreißt, sondern wirklich ganz vorsichtig rauszieht.
Es sieht mehr aus, als es ist. Wenn die dann noch fermentiert und getrocknet sind, bleibt gar nicht mehr so arg viel übrig, leider. Die gehen richtig zusammen. Aber die duften halt wahnsinnig toll. Und es ist ein wunderschönes Aroma. Every year, the Vintner family comes up with a new vinegar creation. And every time, the non-alcoholic beverage tells a new story. Like that of the saffron from Germany, rediscovered by Georg Heinrich Wiedermann. Hi, I'm Ruben, I'm a producer at TW, and if you want to watch more videos about food, click right here, and make sure to subscribe here.